Welche Trends gibt es für die Körperkonturierung, zum Beispiel am Po? Nun, es ist so, dass schon seit 20 oder 30 Jahren Eigenfettbehandlungen gibt, zum Beispiel für das Gesicht oder auch in den letzten 10 Jahren für die Vergrößerung der Brüste. Es ist aber zumindest in Europa wenig berücksichtigt worden, dass auch das Gesäß für eine schöne Körperform eine große Bedeutung hat. Was in Mittel- und Südamerika oft von zentraler Bedeutung ist, wurde bei uns doch sehr stark vernachlässigt. Also ein vielleicht zu kleiner oder ein hängender Po ist natürlich für niemanden wünschenswert. Gleichzeitig aber ist es so, dass viele Frauen darunter leiden, dass sie zu viel Hüftfett haben oder vielleicht Reithosen. Und wenn aber beides zusammenkommt, wenn Hüftfett und oder Reithosen da sind und gleichzeitig der Po nicht voluminös genug oder nicht straff genug ist, dann kann man das natürlich sehr, sehr gut umverteilen. Früher wurde hier der Fokus eher darauf gelegt, Fett abzusaugen. Heute jedoch ist es mehr so, dass man daran denkt, wie erreiche ich eine möglichst für eine individuelle Person optimale Körperformung? Und da wiederum ist eben der Po von eminenter Bedeutung, mindestens ebenso wie die Brüste, die es sind, oder natürlich auch das Gesicht. Abgesehen davon haben wir heute viel bessere Möglichkeiten, Fett nicht nur abzusaugen, sondern es stammzellangereichert zu verpflanzen. Wir können Mikro- oder Nanofettportionen aufbereiten und zum Beispiel auch insbesondere im Gesicht verwenden für die Tränenrinne oder Augenringe, was früher schlecht möglich war, weil es zu Fibrosierungen, also zu Verhärtungen führte. Das heißt also, die ganze Technik der Eigenfetttransplantation hat sich sehr stark weiterentwickelt, sodass wir wesentlich bessere und dauerhaftere Ergebnisse haben. Nicht nur das Gesicht und die Brüste anbetreffend, sondern eben auch den Po.